Boah, Leute, heute spielen wir Murder Mystery mit meinem Freund Brax hier. Aber ihr seht vielleicht, wir haben komische Brillen auf. Denn heute spielen wir das mit einem Lügendetektor, Brax hier. Oh, das wird mega. Und wenn jemand eine Lüge sagt, kriegt man einen Elektroschock. Sag mal eine Lüge. Ich bin rot. Ist gar nicht rot. Okay, Freunde, wir müssen jetzt richtig rein, Brax hier. Und meine erste Frage an dich ist, bist du der Mörder? Hm? Nein. Ah, gut, du hast keinen Elektroschock bekommen. Glück gehabt, Brax hier. Bist du der Mörder? Nö, ich bin Unschuldiger. Bist du sicher? Nichts passiert. Da ist jemand gestorben, Brax hier. Warte mal, Brax, du bist der Sheriff. Aha, du hast mich nicht gefragt, ob ich der Sheriff bin. Da ist jemand und killt jemanden, Brixie. Hörst du das nicht? Da, ich hab's gesehen. Oh, vor dir. Mann, ey, Brixie, du hast es nicht geschafft. Oh, ich kann da doch nichts für. Die war viel zu stark. Außerdem hatte ich keine Angst. Ah, du hattest Angst. Ich hatte auch keine Angst. Na gut, wir hatten, glaube ich, beide Angst, Brixie. Beide Angst. Oh Mann, ey, wir müssen das echt schaffen, Brixie, weil sonst wird der Mörder uns verfolgen. Oh, ich will das nicht. Ich will das auch nicht, aber weißt du was, Odi? Was, Brixie? Die Leute müssen jetzt ein Like da lassen und den Kanal abonnieren, sonst kriegen wir einen Stromschlag. Ist so, Leute, bitte macht das. Und der Mörder hat gewonnen, das finde ich voll blöd. Und sie sieht voll hässlich aus. Oh, du findest sie hübsch. Hm. Vielleicht nur ein bisschen. Schau mal, wie süß sie aussieht, Brax hier. Okay, ich habe eine Frage. Hast du dich verliebt? Nein. Odi! Mann, lass das, Brax hier. Liebst du jemanden? Nein, nein. Du liebst jemanden? Sag mir jetzt, wen, Brax hier? Ist es Fangirl Hannah? Nein. Das hat nicht funktioniert. Ist es Fangirl Mia? Nein. Ah, es ist Mia, du Blödmann! Und ich bin unschuldig! Ah, bist du wirklich unschuldig, Odi? Ja, nichts passiert, Brixie. Guck, ich bin unschuldig. Bist du der Sheriff, Brixie? Ja, bin ich. Bist du echt? Mhm. Schon wieder? Ja, ich bin wieder der Sheriff, ich lüge nicht. Gut, Brixie, wir müssen uns jetzt verstecken und die ganzen Ballons ausfindig machen. Wow! Ich hab den Mörder gesehen! Nein! Sie schießt auf ihn, sie schießt auf ihn! Oh nein, ich muss überleben! Wo ist der Mörder? Er ist irgendwo hingerannt. Wie hast du mir mit Absicht nicht geholfen? Ich wollte... Oh, du hast mich sterben lassen, du Blödi. Natürlich. Ich will doch überleben, du Doofkopf. Aber ich bin doch der Sheriff, du Trottel. Oh, bist du nicht gewesen, du Lügner. Sie ich ist der Sheriff. Sie hat meine Waffe, weil ich tot bin, du Trottel. Ach so, aber sie ist voll hübsch, Brax hier. Oh, Odi, hör auf, dich zu verlieben. Konzentrier dich. Der Mörder schießt, ja! Wir haben gewonnen, ich und das schöne Mädchen, Brax hier. Glückwunsch, Odi. Danke. Findest du das, hast du mir jetzt gratuliert nur wegen Höflichkeit oder weil du echt Glückwunsch findest? Ich meine das natürlich. Ernst, Odi, herzlichen Glückwunsch. Ha, du Lügner! Oh Mann, du bist echt ein Blödmann, Brixie. Na gut, ich habe noch eine Frage an dich. Bist du eifersüchtig, dass ich eine gelbe Cappy aufhab? Nein. Mann, du bist eifersüchtig. Warum? Weil die Farbe gelb mir gehört, du Trottel. Okay, ich habe auch eine Frage. Na gut, Brixie, stell mir deine Frage. Findest du gelb schöner als lila? Ich finde lila schöner. Okay. Das war nichts als die Wahrheit, du Doofkopf. Ich bin... rate mal, was ich sein könnte, Brixie, oder frag mich mal. Bist du der Mörder? Nö. Kein Schock. Du bist der Sheriff. Nö, bin ich auch nicht, Brixie. Ich bin unschuldig, aber du bist der Mörder diesmal. Nein, bin ich nicht. Ich hab den Mörder gesehen! Oh nein, wer ist der Mörder? Wer ist der Mörder? Er kommt zu mir! Oh nein. Mann, ich konnte Brixie nicht sagen, wer der Mörder war. Oh, das ist voll blöd. Jetzt ist er allein auf sich gestellt. Ich muss ihm zuschauen, Leute. Wo ist Brax hier? Und was sagt er denn?
Boden. Hörst du mich übers Headset? Oh, ich höre dich übers Headset, Briggs hier. Der Mörder ist ein Junge mit einem grünen Oberteil. Jetzt, hast du gelogen? Nein, ich hatte nur Angst. Du hast schon wieder genascht. Warte, Brexy, der Mörder ist wirklich ein Junge. Da war dir! Er hat echt ein großes grünes Oberteil. Warum hat Oh, er stecht dich ab gleich, Brexy, ran! Du musst ja... Er ist hinter dir. Lauf jetzt nach links. Nach links? Ja. Und jetzt läufst du nach rechts. Okay, und jetzt? Und jetzt einmal im Kreis. Okay. Oh, oh. Du! Oh, die hast du das mit... Nein! Oh, du Blödi! Mann, Brexy, das war doch lustig, du Doofkopf! Aber warte mal, Leute, ich habe eine richtig spannende Frage für Brexy. Brexy, wir spielen ja Murder Mystery, stimmt's? Genau. Willst du der Mörder sein und uns alle umbringen? Diese Frage werde ich nicht beantworten. Wieso? Du musst, du Blödmann, wir haben Lügendetektoren auf. Nein, möchte ich natürlich nicht, Odi. Ha, ich wusste es, du Doofkopf, du bist so ein Blödmann, ey. Na, warte mal, willst du auch Mörder werden und uns alle umbringen? Nö. Du? Und? Du sagst die Wahrheit? Mhm, jetzt frag mal, ob ich dich umbringen will. Oh, willst du mich umbringen, du Blödi? Natürlich nicht, Bre. Ich will nur dich umbringen, Braxia! Okay, na, warte. Werden wir gleich sehen. In der nächsten Runde werde ich dich eliminieren. Oh Mann, der Mörder hat gewonnen, ey. Voll der Doofkopf. Hoffentlich werde ich gleich Mörder. Hoffentlich werde ich Mörder. Okay, Brexy, bist du bereit? Wir müssen eine Map wählen. Komm. Die kommen gleich jetzt. Ich bin für die Militärbasis. Bist du sicher? Ja. Okay, du sagst die Wahrheit. Warum gehst du zur Biolab? Machst du es nur, weil ich sonst nicht Militärbasis nehmen? Genau. Oh Mann, er lügt nicht mal. Du Blödmann, ey. Du wolltest mich umbringen. Ich werde jetzt der Mörder und werde dich umbringen, Brexy, als allerersten. Das werden wir ja sehen, Odi. Und was werde ich? Ich bin irgendwas geworden, aber ich sag dir nicht was, Brexy. Odi, hörst du mich? Check, hallo, ich hör dich. Das Mikro. Oh, warte mal. Hallo? Hände hoch. Oh, Odi, du bist der Sheriff? Ich bin wegen dir... Bin ich gestorben? Odi, du bist wirklich der dümmste Sheriff, den ich je gesehen habe. Bin ich gar nicht, Brexy. Du bist noch viel dümmer. Mann, ey, na gut, dann war ich halt ein blöder Sheriff. Aber nur wegen dir, du Doofkopf. Der Mörder ist nur zu mir gekommen wegen dir. Weil du gesagt hast, ich soll die Hände hochnehmen. Das war bestimmt dein Lieblingsfangirl, stimmt's? Oh, das nimmst du zurück. Das war nicht mein Lieblings... Guck, das war sie. Ich wusste es, Brexy. Du hast mich verraten. Hab ich nicht. Ich wusste das doch gar nicht. Na gut, nächste Frage, Brexy. Findest du meine Videos cool? Ja, mega cool. Ich like alle deine Videos. Oh, das war keine Lüge, Brexy. Na gut, dann vertraue ich dir mal. Ich habe eine andere Frage. Was willst du? Und das musst du ehrlich beantworten. Okay, Brexy. Hast du schon mal ein Mädchen geküsst? Das werde ich nicht beantworten. Lass du mich. Du musst. Wir spielen das. Du musst. Nein. Die Odi hat ein Mädchen geküsst. Das war auch geküsst. Nur ganz kurz. Wirklich. Du hast und das war nur beim Flaschen drin. Du hast sie öfters geküsst. Nein. Das werde ich jedem in der Stadt erzählen. Mann, bitte nicht, Brexy. Okay. Ich werde es niemandem erzählen. Dann stelle ich dir jetzt eine Frage. Du hast gelogen! Du wirst es jedem erzählen! Okay, aber stell deine Frage. Na gut, du kennst doch unsere Lehrerin, nicht wahr? Oh nein, ja. Und zwar die Frau Lehrerin. Frau Lehrerin? Mhm. Findest du Frau Lehrerin hübsch? Ja, tu ich. Du lügst ja nicht mal. Sie ist wirklich hübsch. Ich liebe ihre wunderschönen langen braunen Haare. Du bist so ein Blödmann, Brexy. Na gut, in der dritten Klasse habe ich mal meine Hausaufgaben vergessen, weil du keine Zeit hattest, mir sie zu geben. Hast du mir sie extra nicht gegeben? Nein, ich habe sie wirklich nicht... Du Lügner! Oh, Brexy, du bist echt ein blöder Freund. Wir gehen rein jetzt in die letzte Runde und diesmal werde ich der Mörder und werde dich... du weißt schon, was machen. Wir sehen. Ja. Brexy, bist du Sheriff? Nein. Na gut. Bist du Mörder? Nein, ich bin nicht der Mörder. Du
Du bist der Mörder. Nein, bin ich nicht. Doch bist du. Na gut, bin ich, Braxy. Und ich werde jetzt jemanden... Ich werde jetzt jemanden gleich dingsen. Lass mich in Ruhe. Nein, ich suche jetzt dich gleich, aber hier sind viel zu viele draußen. Na warte, Braxy. Du wirst mich niemals finden. Wo bist du, Braxy? Ich bin nicht im Büro. Du bist im Büro! Das ist unfair. Braxy, hast du Angst vor mir? Nein. Ah, du hast Angst vor mir, Braxy. Wo bist du denn? Oh Mann, ey, ich hab nicht so viel Zeit, Leute. Aber ich muss Braxy als erstes umbringen. Wo sind denn die Büros, Braxy? Ich bin da nicht mehr. Okay, er lügt ja nicht mal. Nö, such mich doch. Ich such dich jetzt, Braxy. Ich bin auf jeden Fall drin und das ist die Wahrheit. Hab ein Ha! Der Sheriff hat mich nicht getroffen! Oh, oh. Er hat wieder nicht getroffen! Hab ihn! Ha! So, die Waffe ist hier, Braxy. Bist du draußen? Ich bin draußen. Guck mal aus dem Fenster, guck mal im Fenster, ich spring hier. Du springst hier? Hier, guck mal. Na gut, warte, ich muss den kurz hier holen. Siehst du mich? Nein. Warte, Braxy, ich hab ihn gleich! Oh, komm her, du Doofkopf. Boom! Mann, er ist viel zu gut. Du kannst das Messer auch werfen. Ich weiß. Da bist du also drin, Braxy. Ich komme jetzt. Komm noch, wenn du dich traust. Hab noch einen. Haha, komm her, Braxy. Ich hab Bananen für dich. Du hast gelogen. Ich hab keine Bananen, aber ich werde dich... Hallo, Braxy! Komm her, ich hab ganz viele Bananen. Du lügst. Fangirl Mia mag dich. Ich hab dich eliminiert, du Doofkopf. Jetzt fehlen noch die anderen. Wo sind die? Die steht hier oben. Wie soll ich dir helfen? Helf mir. Okay, Udi. Hinter dir ist einer auf dem... Ja, genau da. Ja, ich weiß, Braxy. So, hab ihn. Ich muss sie nur noch treffen. Ach, in Ruhe. Mann, sie cheatet. Schau mal, sie cheatet. Da ist ein Cheater, Braxy. Sie kann einfach durch Quände laufen. Ja, echt so. Schau mal. Oh, das ist echt schlimm und gemein. Das ist voll unfair. Guck mal, wo sie ist. Ah, so eine blöde Cheaterin, Leute. Naja, egal. Das Video hat mir richtig viel Spaß gemacht, Leute. Wenn es euch auch gefallen hat, dann müsst ihr jetzt ein Like und ein Abo dalassen, um nichts mehr zu verpassen. Checkt meinen besten Freund Braxy aus. Und natürlich diese zwei Videos hier oben.